Was geht ab, Leute? Seid hier. Kampfsportler müssen mental richtig stark sein. Sie müssen Ruhe ausstrahlen, aber gleichzeitig einen Killerinstinkt haben. Denn sie wissen, vor ihnen steht ein Mann, der ihnen schaden will. Und sie müssen diesen Mann ausschalten. In der menschlichen Natur ist Wettbewerb normal, aber der Kampf ist die rauste und natürlichste Form des Wettbewerbs. Es heißt im wahrsten Sinne des Wortes, das Überleben des Stärkeren. Wer wird sich durchsetzen und wer wird kläglich versagen? Für diesen Killerinstinkt bedarf es ganz viel mentales Training. Signing autographs and banging broads when you get out of here. It's not. It's no fun, man. It's a job, just like any other job. So the question is, not did you think you had to make weight? Did you think you had to do this? Do you want to be a fighter? That is my question. Rory McDonald ist ein kanadischer MMA-Kämpfer. Er ist wirklich ein extrem starker Kämpfer. Sein Spitzname bei seinen UFC-Zeiten war der kanadische Psycho. Vor seinen Kämpfen starrte er einfach leblos auf seine Gegner und er kämpfte extrem brutal. Seine 2015-Schlacht mit Robbie Lawler war einer der blutigsten MMA-Kämpfer aller Zeiten. Punkt. Er war der Sinnbild eines Killers, auf Pressekonferenzen immer gut gekleidet, ein sehr schüchterner Junge, im Ring eine absolute Bestie. Was passiert jetzt? Rory hat am Wochenende gekämpft und es ging unentschieden aus. Rory hat gut gekämpft, technisch einwandfrei, aber in Schlüsselszenen des Kampfes, wo sein Gegner benommen und angeschlagen war, brachte er es nicht übers Herz, seinen Gegner auf die Bretter zu schicken. Ganz uncharakteristisch für den alten Rory. Wieso hat er nicht mehr diesen Killerinstinkt? Was hat ihn aufgehalten? Im Post-Fight-Interview sagt er, dass er nicht weiß, ob er noch diesen Spirit hat, Menschen zu verletzen. Er sagt, dass während des Kampfes Gott zu ihm geredet hat und er nun gläubiger ist denn je. Er will keine Menschen mehr verletzen. I don't know if I have that same drive to hurt people anymore. Wow, einfach wow. Als ich das sah, war ich sprachlos. Einer der bemerkenswertesten MMA-Interviews aller Zeiten. Eine Wesensveränderung vor unseren Augen. Was hat ihn dazu gebracht? Die Religion? In dem Fall das Christentum? Die Einsicht in Frieden leben zu wollen? Oder war es einfach eine Sattheit? Rory ist ein extrem erfolgreicher Kämpfer und könnte sich jetzt ohne Probleme zurückziehen. Um in den Ring zu steigen, braucht man Hunger. Man braucht diesen Mindset, den Gegner zu zerstören. Und wenn Rory darüber redet, dass er nicht mehr weiß, ob er diesen Instinkt hat, dann denke ich, ist es das Beste für ihn aufzuhören. Die Psyche eines Menschen und schließlich der eines Kämpfers ist eine extrem interessante Sache. Und im Kampfsport ist es so, dass 90% mental ist und 10% physisch. Die Psyche ist ein extrem wichtiger Punkt und wenn die nicht mitspielt, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein können. Egal was ist im Leben, aber im Kämpfen noch umso mehr. Wenn ihr mehr zur Psyche eines Kämpfers wissen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Was denkt ihr über das Ganze? Sollte Rory aufhören und wie wichtig denkt ihr ist der Killerinstinkt für einen Kämpfer? Ab damit in die Kommentare und damit Leute, bis zum nächsten Mal, euer Side.